Kinder wollen Sicherheit, 30, 80, 100. Kinder wollen Sicherheit, 30, 80, 100. Kinder wollen Sicherheit, 30, 80, 100. Wieso? Weil sie auch hier auch. Hier sind die Namen. Und ich habe mit euch in kleinen Gruppen besprochen, worum es eigentlich geht. Und da hat mir besonders gefallen, in einer Gruppe hat ein Schüler oder eine Schülerin hat versucht, das für die anderen nochmal zu erklären. Und der hat das sehr toll erklärt. Er hat gesagt, du warst das Akku, glaube ich. Gell? Du hast gesagt, wir werden jetzt bei dem Theaterprojekt ein Stück erarbeiten, mit dem wir vielleicht die Möglichkeit oder die Chance erhöhen, dass es für die Kinder in Zukunft sicherer wird auf der Straße. Und ich finde, das hast du in ganz wenigen Sätzen sehr schön treffend formuliert. Ja? Also ich bin der Gernot, mit mir bitte auch bei du sein. Ich arbeite mit Menschen mit Behinderungen. Dann mache ich gleich weiter in der Runde. Ich bin der Martin. Ich bin die Judith. Ich habe selber 3 Kinder, die aber schon ganz groß sind. Und er redet halt so lang. Ja, muss da auch improvisieren. Ja, er sagt dann auch, was ihm so einfällt. Ja, bis sich viele Leute angesammelt haben, die uns zuschauen wollen. Über die Bahn. Habt ihr schon alle gesehen, wie das geht mit dem Auto? Die Leute, die sind dumm. Auto? Nein. Heute haben wir noch nicht so viele. Ja, aber diese Autos, die kann man sich anziehen. Bitte halten Sie den Atem an. Bitte stören Sie nicht Ihre Konzentration. Sie wird jetzt versuchen, die Straße zu überqueren. Kommt ein Auto. Ja? Das wird jetzt wie ein Tanz, wie ein Ballett. Ja? Uah, kommt schon wieder ein Auto. Wird es ihr gelingen, die rettende andere Straßenseite zu erreichen? Wird sie den richtigen Moment abpassen können? Ein neuer Versuch und... Jetzt kommt ein Polizist mit Schutzengel, Flügel und Ruf. Das war aber jetzt knapp. Wieso nimmst du einfach nicht den Zebrastreifen dort hinten? Ich will aber genau darüber. Warum soll ich einen Umweg machen? Was ist dir lieber? Paar Schritte gehen oder überfahren werden? Die Straße ist gefährlich. Überleben ist wichtiger als Zeit sparen. Die Straße ist für die Autos da. Aber da kommt jetzt noch jemand. Wer sind denn diese Leute? Was tragen die für Schilder? Oh, schnell, darf ich fragen, warum ihr hier seid? Was wollen wir denn? Hey, seid ihr? Geh runter von der Straße. Wir wollen von der Straße. Was ist denn da? Ihr könnt doch nicht einfach den Verkehr aufhalten. Doch können wir. Schüttinger, du hast die falsche aufgehalten. Wenn Autos für Kinder so gefährlich sind, dann muss man doch die Autos aufhalten. Schutzengel, stell dich zu uns. Wir Kinder wollen sicher leben. Aber wie stellt ihr euch das denn vor? Was wollt ihr denn? Autos sollen in der Stadt nicht schneller als 30 fahren dürfen. Aber allerhöchstens, wir fordern Gleichberechtigung für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen. Wir wollen unsere Stadt zurück. Die Stadt soll für die Menschen da sein, nicht für Blechkisten. Schutzengel, was sagst du dazu? Ja, die Kinder haben recht. Mit 30 in der Stadt, 80 auf der Landstraße und 100 auf der Autobahn können viele Menschenleben gerettet werden. Ah, da steht es. Wissenschaftlerinnen haben berechnet, dass durch diese Tempolimits jedes Jahr 116 Menschenleben gerettet werden könnten. Naja, ich habe ja selber Kinder, deshalb kann ich auch gleich mit der U-Bahn fahren. Wenn alle Autos langsamer fahren würden, dann würde ich mich auch wieder trauen, mit dem Fahrrad zu fahren. Applaus! Naja, von mir aus, ich habe gehört, dass man weniger Benzin braucht, wenn man langsamer fährt. Da erspart man sich auch was. Und wenn wir alle in Österreich weniger Benzin verbrennen, ist das gut fürs Klima.
Bravo! Tempolimit? Niemals! Da würde ich ja 5 Minuten später in die Arbeit kommen. Wisst ihr was? Es klingt komisch, aber ich habe gehört, wenn alle langsamer fahren, gibt es weniger Stau und alle kommen schneller an. Also das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Naja, wenn Sie es sehen wollen, dann müssen wir es gemeinsam ausprobieren. Bravo! Bravo! Kinder wollen Sicherheit, 30, 80, 100. Kinder wollen Sicherheit, 30, 80, 100. Kinder wollen Sicherheit, 30, 80, 100. Herr Bürgermeister, hörst du das? Hörst du, was wir Kinder wollen? Und alle, los! Kinder wollen Sicherheit, 30, 80, 100. Kinder wollen Sicherheit, 30, 80, 100. Kinder wollen Sicherheit, 30, 80, 100.